Ja, ein paar klare Worte möchte ich zu euch sprechen. Es gibt das Außen und es gibt das Innen. Und dennoch entscheide ich jeden Moment, wonach ich gehe, woran ich mich orientiere. Und ohne Orientierungspunkt, wo du hin möchtest, bist du einfach ein Spielball der alten Geschichten, der alten Stories in deinem Kopf, der Glaubensmuster, mein Kaffee, upsie, der Glaubensmuster, der Überzeugungen. Und wenn du das nicht mehr möchtest, wenn du das wirklich, wirklich nicht mehr haben möchtest, dann musst du groß werden. Dann musst du stark werden. Und all das, all deine Größe und all deine Stärke, die steht dir ja schon zur Verfügung. Es ist also schon alles da für dich. Und ich sehe so viele große, große Frauen, die noch immer so klein sind, obwohl sie so groß sind. Und diese Größe hängt nicht davon ab, was du gelernt hast, was du kannst, was du für eine Ausbildung hast, sondern diese Größe, die du nach außen strahlst, die hängt von dir ab. Und es gibt gleichzeitig so viele große Frauen, die haben scheinbar nichts gelernt. Die haben eine Ausbildung gemacht. Aber die haben so viel Größe in sich erzeugt, weil sie aufgehört haben, Wege zu gehen, Diplome zu sammeln, Ausbildungen zu machen, die sich auf eine äußere, scheinbare Größe fokussieren. Und vielleicht verstehst du das, wenn du mir jetzt zuhörst. Diese äußeren Diplome, irgendwie scheinen die wertlos zu sein. Irgendwie ist der Wert nicht da. Du kriegst diesen Wert nicht durch die Diplome. Du kriegst diesen Wert nicht durch diese Auszeichnungen, sondern du kriegst deinen Wert reflektiert in dem Moment, wo du in deinem Wert gehst. Jeden Schritt in deinem Wert gehst, aus deinem Innersten heraus groß wirst, wächst und siehst, wie gleichzeitig dein Wert im Außen reflektiert wird. Und das ist so ein anderer Weg, der dir als der, der uns beigebracht worden ist. Was kannst du? Was hast du gelernt? Wo hast du eine Ausbildung? Wo hast du ein Diplom? Aber das sind Fake-Diplome. Dein wahres Diplom machst du selbst für dich in deinem Inneren, indem du herstehst, hinstehst, in einer Klarheit und in einer Sicherheit, in der du weißt, wer du bist. Wenn ich dir jetzt sage, vergiss alles, deine ganzen Ausbildungen und finde deinen Wert in dir und gehe das, stehe das jeden Moment mit einem Lächeln auf den Lippen, weil du weißt, dass das wahr ist, dass du so groß bist und dass du so großartig bist und dass nichts, keine Stimme in deinem Köpfelein, keine Stimme im Außen, die deine Ängste und deine Zweifel widerspiegelt, die deine Unterdrückung auch noch widerspiegelt, weil du glaubst, es ist nicht in Ordnung, groß zu sein, großartig zu sein. Erhebe dich über all diesen Bullshit und weiß einfach, dass es nur darum geht, was du aus dir heraus generierst und ausstrahlst. Und dass es da keine Limits gibt, keine Limit,
Limits an Größe, keine Limits an Großartigkeit. Dass du da hineinstehst, dass du in dieses Leben reinstehst, das für dich gedacht ist. Und da geht es darum, dass du verstehst, dass es nicht für dich gedacht war, das, was du vielleicht jetzt zu klein gelebt hast. Das, was du vielleicht jetzt gedacht hast, was du sein darfst, was du sein kannst mit deinem Background, mit deiner Herkunft, was du sein kannst mit deiner Ausbildung. Du kannst so viel mehr sein. Und du willst auch so viel mehr sein. Ich weiß es bei mir, das hat so weh getan. Das hat so weh getan. Ich habe so versucht, alles zu machen und in allem so, so gut zu sein. Und es hat keinen interessiert. Es hat keinen interessiert, dass ich ein Prädikatsexamen in Betriebswirtschaft habe. Es hat keinen interessiert, dass ich Firmen gegründet habe. Es hat keinen interessiert, dass ich als Unternehmensberaterin Zertifikate für meine Kunden erreicht habe, ISO-Zertifizierungen, alle anderen Zertifizierungen. Es hat keinen interessiert. Und weißt du warum? Weil es mich nicht interessiert hat. Weil es mich nicht interessiert hat, weil ich gemerkt habe, es macht mich nicht groß. Weil ich gemerkt habe, das erfüllt mich nicht. Das macht mich nicht stolz. Ich laufe nicht mit einer Brust, von einer stolzen Brust herum, weil ich diese Dinge erreicht habe, weil ich diese Auszeichnungen erreicht habe für mich und andere. Ich habe gemerkt, das bringt mir nichts. Das fühlt sich gar nicht groß an, das fühlt sich gar nicht stolz an. Ich bin nicht erfüllt, weil ich das alles geschafft habe. Ja, das ist so geil, das ist so toll, wenn du das merkst, dass du eigentlich einen riesen Rattenschwanz von Ergebnissen hast in deinem Leben und trotzdem spürst so, pff. Und jetzt? Weil es eben genau darum nicht geht, weil es genau nicht um das geht, sondern weil es darum geht, dass du diese innere Fülle zuerst generieren musst, um überhaupt eine äußere Fülle für dich als toll zu erkennen. Deine Ergebnisse sind so wertlos. Und das ist für mich der einzige Weg, der dich dahin führt, wo du immer versucht hast hinzukommen, weil du Geld verdient hast, weil du ein volles Bankkonto hast, weil du vielleicht viel angespart hast, weil du vielleicht viele Titel angehäuft hast, weil du vielleicht viele Zertifikate angehäuft hast, weil du vielleicht in der äußeren Welt so viel schon gemacht hast. Und trotzdem stehst du jeden Morgen auf und denkst so, ich muss doch was machen. Irgendwas muss ich doch machen. Irgendwas muss doch da noch passieren. Irgendwas muss ich doch noch erreichen. Irgendeinen Beitrag muss ich doch noch leisten. Irgendwann mal muss doch hier alles aufschreien und sehen, was ich alles gemacht habe. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Du musst es für dich selbst kreieren. Du musst für dich einstehen. Du musst für dich diese Energie kreieren. Du musst für dich erlauben, in dieser Energie zu gehen und zu stehen und diese auszustrahlen. Und du wirst immer wieder diese niederfallen. Du wirst immer wieder spüren oder glauben, kurz, das ist es nicht. Und du wirst dich immer wieder aufrappeln. Und du wirst das immer mehr und mehr verinnerlichen. Und immer mehr und mehr wirst du dir erlauben, als Engel auf Erden zu fungieren. Einfach nur durch deinen Seinszustand, durch die Energie, die du kreierst und die du hinausträgst, die du hinausgibst, die du hinausgehst, die du hinaus ausstrahlst. Und darum geht's. Darum geht es jetzt. Darum geht es genau jetzt in dieser heutigen Zeit, diesen Durchblick zu kriegen. Was ist außen und was ist
innen. Um was geht's wirklich für mich hier als Mensch auf Erden? Was ist meine wirkliche große, große Vision? Was ist, in was will ich leben? Und wenn du die nicht hast, wenn du diese große Vision von deinem großen Leben, von dir in deinem großen Leben nicht kreiert hast, dann wirst du beeinflusst. Und es sind nicht die anderen Menschen, die dich beeinflussen. Es ist dein Denken. Du benutzt nur die anderen Menschen, um dir dein Denken wieder zu spiegeln. Dein Denken über dich, dein Denken über die Möglichkeiten, dein Denken über wer du bist, dein Denken darüber, wie die Welt ist, dein Denken, wie alles funktioniert. Und wenn du das in dir veränderst, dann werden sich alle Sachen im Außen anders zeigen. Und es geht nur um die Energie. Jeder Gedanke, jede Wahrnehmung und jede Überzeugung kreiert dir ein energetisches Feld. Ein energetisches Feld, in dem du gehst. Und jetzt liegt es an dir, dir ein energetisches Feld zu kreieren, in dem du in absolutem Wohlbefinden, in absoluter Größe gehen darfst. Und das machst du selber. Du kreierst dir jetzt schon dein Feld, in dem du gehst. Und es ist so kraftvoll und es ist so powerful. Dein Generator, der liegt in dir. Und viele sagen, okay, das ist das Herz und es ist die Hirnkohärenz. Aber was führt, ist das Herz. Aber du glaubst doch nicht, dass dein Herz deinen Kopf trumpfen kann, sondern dein Kopf muss sich an deinem Herz orientieren. Dein Kopf muss sich an deiner Herzenswahrheit orientieren und die ist so groß. Die ist so gesund, die ist so klar, die ist so wahr, die ist so schön, die strahlt so sehr, dass alle anderen sogar geblendet sind. Und weißt du, was passiert? Manche wenden sich ab, wenn es zu hell ist. Manche wenden sich ab, wenn es zu sehr blendet. Manche wissen nicht, wie sie mit großer, großer, strahlender Energie umgehen sollen. Dann wird es so sein, dass es im ersten Moment so ist, als sei das nicht gut, dass du strahlst, wenn du das erkennst. Aber es wird so sein, wie die Fliegen. Die werden angezogen werden. Dein Leben wird angezogen von dir. Es geht darum, dass du dir erlaubst, diesen krassen Magnetismus in dir zu aktivieren. Und das ist ein Umlernen. Das ist so ein krasses Umlernen. Ein Umlernen in erster Linie deiner Überzeugungen, deiner Gedanken, deiner, wie du alles beurteilst, wie du die Welt beurteilst, wie du dich selbst beurteilst. Und du siehst es darin, wie du andere beurteilst. Und ich habe lange diese Strahler auch so krass beurteilt. Als fake oder als falsch oder als Blender. Weißt du, was ein Blender ist? Einer, der dich blendet. Eine, die dich blendet. Das ist eine Blenderin. Aber sie blendet dich mit der Wahrheit, wie wäre das? Sie blendet dich oder er blendet dich. Nicht, weil du verarscht wirst. Niemand und nichts auf dieser ganzen Welt kann dich verarschen. Weil du bist der Kreator, du bist der Schöpfer. Und wenn du einem Blender begegnest, dann darfst du das uminterpretieren. Weil hier wirst du geblendet mit einer Wahrheit, die für dich auch möglich ist, die du aber nicht wahrhaben möchtest. Und sie ist bedingungslos möglich für dich. Lass dich blenden. Lass dich von dieser wunderschönen Energie blenden. Lass dich von den unendlichen Möglichkeiten blenden. Und wisse, dass
alles das, was für dich gedacht ist, alles blendend Schöne, alles blendend Tolle, ist für dich gedacht. Und wie kommst du dahin? Indem du deine Energie wechselst, indem du dich veränderst, indem du deine Ladung, wenn du dich als energetisches Wesen siehst, indem du deine Ladung veränderst, indem du dich auflädst mit der Energie dessen, was du haben möchtest. Aber das kannst du nur tun, wenn du weißt, was du haben möchtest. Und wenn du weißt, was du haben möchtest, dann fängt es mit einem energetischen Zustand an. Und wenn du diesen energetischen Zustand hergestellt hast, dann kommen die Ideen dazu. Dann kommen die Vorstellungen dazu. Da kommen die Bilder dazu. Wenn du noch keine Vorstellung hast von dem, was du dein Leben haben willst, was du dir generieren willst, weil du eben noch so viele gegenteilige Überzeugungen hast, fang bei der Energie an. Wenn du deinen energetischen Zustand veränderst, dann kommen auch die großen Bilder, dann kommen auch die schönen Vorstellungen, dann kannst du dir mehr erlauben, in dieses Denken und in diese Vorstellung, in diese Bilder reinzugehen, die du gerne haben möchtest. Aber zuerst muss dein energetischer Zustand verändert werden. Deine Energie muss hochsteigen. Das kannst du durch verschiedene Möglichkeiten schaffen und zum Beispiel Meditation. Aber auch hier ist es oft schwierig, nach der Meditation den Switch ins Alltägliche zu finden. Den Switch zu finden, was mache ich denn, wenn ich gerade nicht meditiere? Und um diese Lücke auszufüllen, habe ich Divine Healing kreiert. Weil Divine Healing kannst du jeden Moment, jede Sekunde für dich und für andere anwenden. Wenn es im Kopf gerade nicht klar zu kriegen ist, wenn du aus dem Kopf aussteigen möchtest und die Energie switchen willst, dann ist Divine Healing genau das Tool, was dir in diesem Moment hilft. Und es hilft sofort. Weil die Energie, die braucht keine Zeit. Die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und wenn du ein Tool hast, wo deine Energie geswitcht wird und du mit Fokus auf andere auch deren Energie switchen kannst, während du eigentlich nur selber bei dir arbeitest, nur du. Du brauchst im Außen eigentlich nichts zu haben. Und ich weiß, es gibt ganz schön viele, wo dann sagen, ja, aber du musst die Einwilligung des anderen haben, dass du quasi in seinem Feld arbeiten darfst. Aber ich sage dir eins, es ist nur dein Feld. Es ist nur dein Feld, du brauchst keine Einwilligung. Und du brauchst auch sonst keine Einwilligung, wenn du etwas Schlechtes über andere denkst, wenn du andere aburteilst, da fragst du ja auch nicht, darf ich in dein Feld eintreten und dir irgendeinen Scheißdreck in die Schuhe schieben? Machst du nicht. Also brauchst du auch nicht um Erlaubnis fragen, um das Feld und die Energie, die Vorstellung, die du über jemand anders hast, zu verändern. Du darfst das ungefragt jeden Moment tun. Und deswegen, Divine Healing ist wirklich etwas, wo du sofort in kürzester Zeit lernst, so zu denken, zu fühlen und zu handeln, als göttliche Heilerin, Heiler. Weil wir sind diese göttlichen Wesen. Nur geht es jetzt darum, dass wir uns als Heiler sehen. Und heilen heißt nur transformieren in eine andere Ordnung, in eine höhere Ordnung, in eine göttliche Ordnung. Und dass wir aufhören, eben unsere ganze Welt in eine ungöttliche Ordnung zu transformieren und zu sehen. Alle als Unheil zu betrachten. Ein Unheil überall zu sehen, ein Unheil überall zu kreieren, ein Unheil überall zu erwarten, das ist unser Default, das ist unsere Default-Setting. Mit dieser Setting sind wir hierher gekommen, um zu erkennen, dass wir sie wechseln können, dass wir es verändern können, dass wir es umprogrammieren können. Und Divine Healing ist nichts anderes als ein Tool, das dir an die Hand gegeben wird, wo du einfach einsetzen kannst. Und es ist die Basis dafür, dass du weißt, wie du energetisch wirkst, wie du energetisch durch die Welt gehst, welche Energie du gehst, welche Energie du siehst, welche Energie aus dir heraus entsteht.
Und deswegen melde dich jetzt noch an zu dieser neuen Divine Healing Runde. Die ist für jeden da, der einfach mal fühlen möchte, was in ihm wirklich schlummert, was er kann, wofür er oder sie hier auf der Welt ist, für diese wunderbare, wunderbare Transformation. Und ja, wir werden auch in dieser nächsten Ausbildung Freiwillige heilen. Und zwar heilen in dem Sinne, ihre Energie zu transformieren, ihnen zu helfen, ihre Energie zu verändern. Und da kann sofort etwas geschehen. Du spürst sofort eine Veränderung. Und das ist der Weg. Und nachher kommt der nächste Schritt, aus dieser neuen Energie heraus zu kreieren, wirklich zu kreieren, zu manifestieren, Dinge auf diese Welt zu bringen, Situationen zu kreieren, Sachen zu kreieren, für dich einen Seinszustand zu kreieren, der die Welt verändert. Es ist alles, alles möglich für jeden Einzelnen von uns. Es ist nur eine Frage, möchtest du diesen Weg gehen? Möchtest du diesen Weg durchstehen? Weil es ist immer wieder dieses Alte, was zum Vorschein kommt. Es ist immer wieder das, es geht nicht. Diese Einschränkung, die Unterdrückung, die überall lauert. Und hier ein Standing zu finden und zu sagen, ich weiß die Wahrheit. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Und ich gehe meinen Weg, den neuen Weg, den starken Weg. Und ich bin ein Magnet für das Schöne, das Gute und letztendlich das einzig absolut Wahre. Ich hoffe, ich habe dich damit inspiriert, für dich einzutreten und das Unmögliche möglich zu machen, weil es gibt eben gar kein Unmöglich. Das ist nicht wahr. Es ist alles nur in unserem Kopf. Also, bis dann und einen wunderschönen Tag. Tschüssi.